Hallo und herzlich willkommen zu meinem Präpositionen-Video Teil 6, die Präposition unter. Unter ist eine Wechselpräposition mit wo und wohin, Dativ und Akkusativ. Das hier ist unter. Wenn du Schwierigkeiten mit wo und wohin hast, oder Schwierigkeiten mit den Positionsverben, dann schau doch mein Video Teil 3 an. Hier findest du den Link. So, wir starten mit Nomen im Maskulin, ja, der Tisch und wohin, Akkusativ. Die Katze läuft unter den Tisch. Wohin? Von A nach B. Und was macht die Maus? Die Maus läuft unter den Schrank. So, wo ist die Katze jetzt? Wo mit Dativ? Die Katze sitzt unter dem Tisch. Dativ. Und wo ist die Maus? Die Maus sitzt unter dem Schrank. Dann diese Person hier schläft unter freiem Himmel. Wenn man also nicht in einem Haus schläft, dann ist das eine Redewendung. Unter freiem Himmel schlafen. Und du siehst hier, das ist Dativ. Eine weitere Redewendung ist für die Temperatur. Die Temperatur liegt unter dem Gefrierpunkt. Der Gefrierpunkt ist hier bei 0. Und dann kann man sagen, die Temperatur liegt unter 0 oder unter dem Gefrierpunkt. Dann noch ein Beispiel. Wohin geht das Eichhörnchen? Hier haben wir ein Eichhörnchen und das Eichhörnchen kriecht unter den Zaun. Es geht von A nach B. Hier von A nach B. Und jetzt, ich stelle mich unter die Dusche, ja, das heißt, ich möchte mich duschen und gehe hier unter die Dusche. Und wo im Dativ für feminine Nomen, wo bin ich? Ich stehe jetzt unter der Dusche. Noch ein Beispiel. Das Baby liegt unter der Decke. So halb. Die Decke im Dativ unter der Decke. Hier gibt es Bücher für unter 2 Euro. Auch hier benutzt man die Präposition unter. Noch ein Beispiel. Er arbeitet unter großem Druck oder unter großem Stress. Du siehst hier den Dativ, es ist ohne Artikel und das Adjektiv hat die Dativendung. Er arbeitet unter großem Druck, so groß, dass er jetzt schläft, denke ich. Und hier, dieser arme Mann arbeitet unter großen Schmerzen. Schmerzen im Plural, im Dativ ein N. So, unter, ich denke, das war nicht schwierig. Jetzt kommen Übungen mit den Präpositionen unter, auf und über. Wie immer, macht die Übung alleine. Dieser Pinguin kriecht Zaun. Das heißt, er macht so etwas hier. Dupp. Der Pinguin kriecht
Hast du die Lösung? Drücke jetzt auf Stopp. Der Pinguin kriecht unter. Und jetzt Akkusativ, wohin? Den Zaun. Unter den Zaun. Das ist der Zaun im Nominativ. Papa und Kind schlafen. Decke. Drücke auf Stopp. Jetzt kommt die Lösung. Papa und Kind schlafen unter. Wo? Dativ. Die Decke im Nominativ. Unter der Decke. Der Hund sitzt. Drücke auf Stopp. Der Hund sitzt wo? Unter dem Tisch. Der Hund sitzt auf dem Tisch. Sie will sich Pferd setzen. Was macht sie? Sie will hier hoch. Sie will sich auf das oder aufs Pferd setzen. Die Katze springt. Über den Tisch. Wohin? Und die Katze springt auf den Tisch. Sie möchte hier Milch trinken. Das Flugzeug fliegt. Meer ist Neutrum. Das Flugzeug fliegt über das Meer, übers Meer. Die Ente landet. Wasser ist auch Neutrum. Auf dem Wasser, wo landet sie? So, meine Lieben, das war das Video Nummer 6. Wenn du jetzt mehr möchtest, Extras, dann komm auf Patreon. Ich mache das ganz neu, weil ich von meinen Videos Schritt für Schritt leben möchte. Das ist mein Traum. Auf Patreon bekommst du sehr viele Extras und du würdest mir wahnsinnig helfen, wenn du mir hier hilfst. Ich sag Dankeschön, ich freue mich auf dein Feedback, bis bald, tschüss.